Die Schultergurte schneiden dir den Hals ein, dann helfen dir die zwei folgenden Tipps. Erstens, die Schultergurte hier sind zu lang eingestellt. Das heißt, wir verkürzen die Schultergurte nochmal, dafür schieben wir den Gurt nach hinten, wir kreisen hier in den Rücken ein und ziehen den Leerlauf fest. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite, wir schieben den Gurt nach hinten, greifen in den Rücken ein, ziehen den Leerlauf fest. Und dann, ganz wichtig, wir fächern die Schultergurte nach außen auf. Und wir greifen nochmal unter die Schulterblätter auf der einen Seite und auf der anderen Seite. So müsste es gleich viel bequemer sein.